Also ein Wort zur Schweiz noch vielleicht. Seit der Einführung von der Grippeimpfung in der Schweiz ist die Anzahl der Grippeimpfungen um 135% gestiegen. Und die haben aber erst begonnen vor knapp 5 Jahren und nicht in allen Kantonen, sondern jeder Kanton darf ja das selber entscheiden in der Schweiz. Also das heißt, es ist allmählich angewachsen. Und ich habe auch die aktuellen Zahlen mir ausheben lassen. Also allein in diesen 4, 5 Jahren ist die Durchimpfungsrate um mindestens 15% gesteigert worden in der Schweiz. Ja? Wobei da noch lange nicht alle Apotheken dabei sind. Es fehlen aber nur mehr ganz wenig Kantone. Ich glaube, 26 Kantone gibt es in der Schweiz. Und 3 oder 4 impfen noch nicht in der Apotheke. Alle anderen dürfen schon, meinem Wissensstand nach. Ja? Aber eine Steigerung um über 15% innerhalb von 5 Jahren ist durchaus beachtlich, wenn ich mir überlege, wir haben 15 Jahre Grippeinfektion in Wien und wir halbieren die Impfrate. Also das muss man sich alles auf der Zunge zergehen lassen. Insofern ist natürlich ein klares Ja, dass ich mir denke, das ist etwas, was nicht nur der Bevölkerung in allererster Linie zugutekommt, weil es geht ja um die Durchimpfungsrate und um die Steigerung derselben, sondern es gibt auch eine gewisse Sicherheit. Und es ist natürlich auch eine Kompetenzerweiterung für den Beruf des Apothekers oder der Apothekerin. Und das ist ja auch wichtig, vor allem in Zeiten, wo man da sehr viel gearbeitet und geleistet hat, so wie jetzt in der Corona-Krise.